Hallo, herzlich willkommen zu Seven Days to Die, meiner Season 3 in der Alpha 16.4 und wir befinden uns in Folge 32. Ich habe noch nicht gestartet. Tag 7, 21:56 Uhr. Hordennacht. Oh ja, Hordennacht. Ich glaube, hier könnte ich mal noch einen Frame hinbauen. Wieso liegt da ein toter Zombie? Es geht los. 22 Uhr. Ja, wo sind sie? Hallo? Hallo Zombies. Hey, Hordennacht hat angefangen. Oh Gott. Worst Case? Es ist Worst Case. Sie kommen von hinten und ja. Das ist genau das, was wir nicht wollten. Ja, ich hab's noch gesagt. Ich hab's noch gesagt, ne? Und dann auch noch daneben schießen, das kann ja gar nicht sein. Das ist das, was wir nicht wollten. Sie buddeln sich nämlich da unten durch. Ganz mies. Ganz, ganz mies. Das ist. Ah, es ist Worst Case. Sie buddeln sich da unten durch und das ist auch, wenn ich mich recht entsinne, nur Erde. Das heißt, die kommen da echt schnell vorwärts. Bleibt mal an dieser Ecke stehen und hofft, dass sie anlockt, dass sie dann hier hochlaufen. Ja, es scheint zu klappen. Aber alle haben es nicht. Oh. Ich sollte sie aber auch nicht mehr den Berg runterschießen. Das ist ziemlich doof. Also die Spitzen sind erwartungsgemäß recht gut. Hey, Businessman. Da sind noch welche da unten und buddeln. Ich treffe den nicht, ne? Jetzt habe ich ihn getroffen. Buddeln hier echt ab. Das ist echt ziemlich doof. Ja, also es ist genau das passiert, was ich eigentlich auf keinen Fall wollte, dass sie von da hinten kommen. Ich hätte ihnen vielleicht eine Rampe bauen sollen. Das ist, ich ärgere mich gerade. Ey, lass doch die Leichen in Ruhe. Hi. Mrs. Cheerleader. Ich gehe mal ein bisschen hier vor und hoffe, dass sie dann vielleicht da hinten. Ich glaube, sie haben den Hügel in Ruhe gelassen. Oder es sind keine mehr dort. Okay, die ist schon tot. Daneben. Hallo, Herr Skater. Ja, genau. Wir nehmen uns mal die Spitze hier an der Seite. Die haben wir noch nicht benutzt. Da klopft wieder jemand gegen die Erde. Da ist dann noch einer, oder? Wow, fuck! Wow.
Oh. Da ist da noch einer, sagte ich. Ja, und dann fiel er. Okay, das reicht nicht. Mist. Ach, zum Glück habe ich einen Ball dabei. Ja, ich habe das ja gesetzt, ohne es vorher auszuprobieren. Okay, so rum reicht's. So. Hey. Nur weil ich da runtergefallen bin, heißt das ja nicht gleich, dass ihr hier jetzt meine Rampe kaputt machen müsst. Ihr Saftsäcke. Was macht denn der? Hier da hochkriegt. Oh, komm, schnell, 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 schnell. Ich möchte. Ach. Ich hätte ihn ja gerne da oben tot liegen gehabt. Da buddelt wieder einer. Furchtbar. Okay, also in jedem Fall, selbst wenn ich dieses Haus nicht mehr in der nächsten Nacht habe. Also man hat jetzt hervorragend gesehen, wie die hier hochkamen, wie gut diese Rampe funktioniert. Sie fallen dann einfach runter, weil sie halt eben nicht springen. Okay. Weil sie halt einfach nicht springen. Und ich mach mal trotzdem hier dieses Ding weg. Man ist perfekt vorbereitet. Da unten buddelt wieder einer. Das ist ziemlich blöd. Das ist genau das, was eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Ich habe aber auch tatsächlich, ich hätte einfach eine Rampe bauen müssen. Das wäre so einfach gewesen. Ne? Ich meine, das ist jetzt echt nicht kompliziert. Gut, dann hätten sie die wahrscheinlich kaputt gemacht, aber naja. So buddeln sie sich jetzt da unten rein. Das ist echt blöd. Man sieht sie noch nicht mal richtig. Das ist ganz besonders bescheuert. Die sind da schon irgendwo mittendrin wahrscheinlich. Die buddeln sich verdammt schnell. Also wenn es nur Erde ist, dann buddeln die echt verdammt schnell. Gut, ich vermute nicht, dass sie so viel buddeln, dass sie das Haus zum Einsturz bringen. Das Blöde ist, dass ich jetzt tatsächlich keine Ahnung habe, wie viele das sind und eigentlich keine Lust habe, das herauszufinden, indem ich runterspringe und nachsehe. Ja, Hordennacht, genau der Worst Case passiert. Der hätte nicht passieren dürfen oder den ich hätte einfach vermeiden müssen. Also das ist ja meine eigene selber Schuld. Ich hätte da unten einfach mal Stacheln hinsetzen müssen. Dann komme ich an die Leichen. Nee. Bis zu, oder? Wenn ich mich runterbeuge? Nee, reicht nicht. Ich sehe ihn aber wirklich nicht, ne? Schade. Naja. Dann hoffen wir mal, dass er nicht zu weit kommt und sobald es 4 Uhr ist, schauen wir mal nach, was es für eine Type war. Das heißt also, auch diese Folge wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger als 20 Minuten, denn wir werden natürlich die gesamte Horde laufen lassen. Das ist ja klar. Und bis 4 Uhr kann der echt weit kommen, ne? Der kommt bis 4 Uhr da rein. Na gut, er muss sich dann noch hochbuddeln. Das wird eher das Problem werden, dass er das nicht schafft. Wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Ja, der kommt aber nicht mehr von alleine raus. Also da ist er zu doof zu. Ich wollte mal ein Verbandszeug reinmachen.
bisschen geheilt werde. Da ist nur noch der eine da. Da kommt jetzt auch keiner mehr. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Also ich vermute, es ist nur einer. Ich weiß es nicht wirklich. Sollen wir runtergehen? Guck nochmal um das Gebäude herum. Da hätten sie kommen sollen. Von da, das wäre so ideal gewesen. Aber eigentlich war es ja fast zu erwarten, dass sie Worst Case machen und da kommen, wo sie eigentlich nicht herkommen sollen. Da ist noch einer. Wir erledigen sie, bevor sie sich reinbuddelt. Basico? Nein. Jetzt ist sie tot. Da kommt noch einer. Und der war so schnell und hat sich da buddeln sich da echt durch. Das ist eine verdammte Sache. Kommt doch raus, ich bin hier oben. Nicht unten, oben. Ah, da ist noch einer. Den können wir uns holen. Da kommt doch noch eine ganze Menge. Ich bin echt erstaunt. Gut, ich habe natürlich auch mehr Zombies eingestellt in der siebten Nacht. Also ich habe sozusagen mich entschieden, nicht ganz super einfach zu spielen. Oh, das war daneben. Na, endlich. Ja, benutze meine Spitzen. Die sind super. Die habe ich extra für dich hier hingestellt. Soll ich noch einen Frame halt, einen Frame hier dran setzen? Na? Ich weiß genau, dass ich jetzt runterfalle. Ich habe schon ein Gefühl, das geht nicht gut. Ich mache es trotzdem, ne? Es ist wirklich echt knapp. Also da hätten die Funpimps sich ein bisschen was einfallen lassen können, dass das besser funktioniert und dass man da nicht immer so... Nein. Ich möchte nicht sterben in dieser siebten Nacht. Gerne an jedem anderen Tag, aber nicht in der siebten Nacht. Das ist schon mal aus Prinzip nicht, ne? Das sind mindestens zwei, würde ich sagen. Zwei Grad Celsius. Okay, ist auch jetzt nicht gerade warm. Ich kann sie nicht vorlocken. Das ist echt schade. Dabei mache ich doch echt Lärm. Hey, ich bin hier oben. Ah, das ist vielleicht mal eine Idee. Vielleicht sehe ich sie von oben. Leider auch nicht. Die sind. Da war gerade was, oder? Da ist was. Ab und zu sieht man sie. Yay, sogar getroffen. Okay, ich muss ein bisschen abwarten. Ah, das ist aber echt mehr Zufall als... Die sind derartig schnell. Aber ist das einer oder sind das zwei? Das sieht irgendwie immer aus, als wäre es ein und derselbe. Oh, das ist reines Zufallsschießen. Das ist so... So Tontauben schießen oder ich weiß auch nicht, wie man das bezeichnen soll. Nur mitten in der Nacht und mit einer Armbrust. Mit schlechten Verhältnissen und Glück. Nee. Also das ist glaube ich, eher Verschwendung von Bolzen. Aber immerhin, ich habe ihn mal gesehen. Ich vermute, es ist nur einer. Obwohl sich das geräuschmäßig eher wie zwei anhört.
Hier sieht man ihn nicht mehr. Schade eigentlich. Wenn ich hier runterfalle, ja, falle ich da drauf. Das sollte eigentlich gehen. Jetzt buddelt er wieder. Wenn ich hier oben bin, hört er auf zu buddeln, habe ich den Eindruck. Nee. Es ist 0:36 Uhr. Ja. Das Looten der Leichen machen wir dann in der nächsten Folge. Also das heißt, ich werde tatsächlich kurz vor 4 Uhr aufhören und dann in die nächste Folge starten. Damit diese Folge jetzt auch nicht zu lang wird. Also die wird ja eh schon wieder länger wahrscheinlich als... Das ist reines Glück. Ich glaube, es ist nur einer. Habe ich den Eindruck, aber ich glaube, jetzt hat er sich mittlerweile weit genug reingebuddelt, sodass die Chance, ihn zu erwischen, deutlich geringer wird. Es sind zwei. Ich glaube, es sind zwei. Kann ich mich darüber framen ohne... Das wüssten, dass da ein... Oh, der hat gar nicht gehalten. Mist. Shit. Ich dachte, ich bin schon hoch genug, anscheinend aber nicht. So. Keine Chance, ich sehe sie nicht. Jetzt natürlich. Die reagieren ja. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich jetzt mache. Wenn die gegen die Holzframes hauen, die sind ratzfatz kaputt. Die sind zu weit weg. Die sind schon irgendwo mittendrin, ey. Das ist... Fuck. Ich sag doch, es ist keine gute Idee. Es ist keine gute Idee. Hab ich's nicht gesagt? Eieiei. Ha! Das ist immer diese Experimentiererei, ne? Das ist... Man macht das aber auch ausgerechnet immer in der siebten Nacht. Das ist doch ganz normal. Weiß nicht, macht das alle so? Ich mach das irgendwie immer so. Aber die zwei stören mich jetzt echt. Also, wenn es zwei sind überhaupt. Ich gehe einfach mal vor. Dann höre ich sie nicht. Vielleicht verschwinden die, wenn ich sie nicht höre. Ich höre sie leider. Von hier hätten sie kommen sollen. Das wäre so schön gewesen. Schönes Sichtfeld, schöne Schusslinie. Kein Durcheinander. Nee, die kommen von da. Das ist so. Das ist einfach nicht fair. Ich habe fast kein Holz mehr. Eieieiei. Ich glaube, Klebeband habe ich auch nicht mehr, sodass ich dann mir auch keine Schiene machen kann. Es läuft also perfekt. Eieiei. Ja. Nein, ich baue nicht nochmal. Am Schluss sterbe ich in der siebten Nacht, weil ich ständig runterfalle und mir meine Stacheln kaputt mache. Was mir echt ein bisschen peinlich wäre. Deswegen ich jetzt mal hier oben einfach bleibe und warte und hoffe, dass ich sie mal sehe. Aber ich glaube, ich bin schon zu tief, ne? Und dann stürzt hier dieses Ding da rein. Wenn es dann 4 Uhr ist, werden sie ja wieder langsamer. Außer es sind Ferale, was ich jetzt nicht hoffe. Und dann kriege ich sie ja auch einfacher. Aber ansonsten, es kommen keine neuen mehr nach. Also eigentlich ist die siebte Nacht rum, wenn die zwei da nicht so doof wären und sich da in den Dreck reinbuddeln.
würden. Ich meine, es wäre so einfach. Kommt einfach hier raus. Bereite eurer Qual ein Ende. Ihr müsst auch nie wieder im Dreck buddeln. Wirklich, ich verspreche es euch. Ich würde das für euch tun. Ich würde für euch Bolzen opfern. Probes Bolzen. Ja, die haben gereicht. Also, ich würde für euch Bolzen opfern. Nicht alle 77. So viel brauche ich hoffentlich nicht. Gut, man schießt schnell mal daneben. Das wissen wir ja, das kennen wir. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir es da tun würden. Ja. Es ist irgendwie ziemlich langweilig. Ich würde ja gerne ein bisschen mehr Action bieten. Doch wieder framen und gucken, ob ich sie erwische. Moment, das war jetzt zu niedrig, haben wir festgestellt. Wieso kriege ich das jetzt nicht mehr? Ich sehe sie noch nicht mal mehr. Also es ist, die haben sich mindestens schon 2, 3 oder 4 Blöcke da reingebrüllt. Die Saftsäcke. Und das sind 2. Ich würde wetten, das sind 2. Man hört sie buddeln. Buddel, buddel, buddel. Oh, ihr Spielkinder, kommt raus. Da unten ist schon ein Ding weg. War das vorhin auch schon weg? Ja. Ich könnte natürlich die Maschinenpistole holen. Und dann rausgehen, ne? Ich hab doch eine Maschinenpistole. Scharfschützengewehr wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber Maschinenpistole wäre natürlich schon sehr, sehr cool. Und ich hab doch... Wie läuft's denn hier eigentlich? Gut, und wir könnten das aber teilen, ging schneller. Kurz mal ausschalten. Zack. Boom, da esse ich erstmal schnell was. Ich meine, was sollte man sonst auch tun? So, wo hatte ich denn die Maschinenpistole hingelegt? Hier habe ich sie. Und wir nehmen natürlich die Munition mit. So, jetzt gucken wir aber auch, dass sie geladen ist. Jawohl, voll geladen. So, die Herren Zombies, wo seid ihr? Ach so, ihr seid ja verbuddelt. Wie komme ich jetzt an die ran? Von der anderen Seite? Der ist doch tot, oder? Nämlich. So, jetzt ist er tot.
Okay, wir plündern dann doch gleich, wenn wir schon mal da sind. Ich glaube, da kommt jetzt auch nichts mehr. Außer ein paar Nachzügler, die kommen manchmal ja immer. Die hatten wir schon. Ja, es liegt ordentlich was rum hier an Zombies. Sind keine Hunde dabei gewesen, im Gegensatz zu, ihr erinnert euch an die Horde mit den 7 Hunden in einer der letzten Folgen. War es die letzte sogar oder die vorletzte? So, da haben wir, glaube ich, schon alles gelootet. Und dann gucken wir mal noch nach, was wir gelootet haben. Und dann ist diese Folge auch tatsächlich schon wieder überzogen, aber so viel war es nicht. Also ja, hält sich in Grenzen. Pillen gab es einmal ein bisschen. Ja, ja. Ja Gott, ja. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gewesen. Ich habe hier schon einen deutlich besseren Kapuzenpulli. Da werde ich die wahrscheinlich, den werde ich glaube ich zerlegen. Also ich glaube, so dieses kleinere Zeug kann man wirklich zerlegen. Einmal eine Dose zu essen. Das schimmelige Brot kommt auch hier rein. Die Pillen kommen auch mal hier rein. Das auch. Pfeilspitzen aus Eisen ist immer gut. Das legen wir gleich in die Schmiede. Das auch. Das legen wir erstmal hier rein. Das auch. So, dann gehen wir gleich mal noch an die Schmiede ran. LED hatten wir hier drin. Also machen wir das auch hier wieder rein. Und Press hatten wir überwiegend hier, dann machen wir das auch hier rein. Dass das weggeht. Ups, wir könnten das eigentlich gleich mitnehmen. Und in die entsprechenden Kisten legen. So, wunderbar. Dann die die Maschinenpistole legen wir auch wieder hier rein, dass wir die nicht sinnlos vergeuden und verschwenden. So, jetzt gehen wir mal noch schnell gucken, was wir dem Händler eigentlich alles schon anbieten könnten. Die Sachen würde ich ganz gerne reparieren. Das hat den Vorteil, dass man sie besser verkaufen kann. Sie werden dann also wertvoller als momentan. Sell Price 15. Reparieren. Dann schauen wir mal gleich, jetzt haben wir 61, ne? Also das ist tatsächlich echt ein Unterschied, wenn das Zeug repariert ist, bringt es einfach deutlich mehr. Aber jetzt, wenn ich das richtig sehe, der Rock wahrscheinlich nicht so wirklich viel gebracht hat. Also generell nicht so viel gebracht hat, Schuhe sind halt doch besser. Der wird auch nicht so viel bringen, aber ich repariere ihn trotzdem, um ihn zu verkaufen, weil Stoff habe ich ja, also das, daran scheitert es ja nicht, ne? Also das wächst ja sozusagen auch. Das ist also praktisches zu tun, bevor man das Zeug einfach so hat und ist irgendwie, ja, einfach nicht benutzt. So. Was machen wir denn eigentlich als nächstes? Ich würde sagen, als nächstes gehen wir wieder buddeln. Das heißt, wir brauchen vor allem das nicht. Das, wobei das brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber das brauchen wir und die Heuballen brauchen wir. Ja, wir werden buddeln gehen müssen. Also das ist ja eigentlich schon lange auf dem Programm. Um tatsächlich endlich ja, die nächste, und das ist ja jetzt das, was ansteht, tatsächlich das Gebäude für die Zukunft sozusagen. Meine Zukunft hängt von diesem anderen Gebäude ab. Und ich überlege gerade, ob ich zuerst das Gebäude einnehme und dann buddle oder andersherum. Ich glaube, ich nehme zuerst das Gebäude ein. Es scheint mir irgendwie sinnvoller. Und dann würde ich die Spitzen doch mitnehmen für den Fall, dass ich sie brauche. Und dann halt auch logischerweise das hier und das hier. Schon wieder alles voll, das ist doch echt Wahnsinn. Da brauche ich das allerdings nicht und das nicht und das nicht. Dann machen wir hier die Stahlschaufel rein. Hatte ich nicht eine andere Schaufel noch? Vor allem, warum habe ich eine Stahlschaufel? Die habe ich gefunden wahrscheinlich noch. Ich habe gar keine Eisenschaufel, oder? Dann müsste ich erstmal eine herstellen. Wie
Wie sieht denn eigentlich? Der sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Eisenschaufeln fertigen. Das sieht auch noch gut aus. Und die Stahlschaufel behalte ich mal und verwende sie einfach, bis sie kaputt ist und dann wird sie zerschreddert. Ach, hier hätte ich meine Eisenschaufel gehabt. Ja, super. Habe ich halt zwei. So, das teilen wir wieder. Eisen. Was wollte ich denn eigentlich mit dem Eisen noch machen? Ich wollte doch noch irgendwas herstellen. Wollte ich nicht ein Taschenmotorrad bauen? Brauche ich dafür nicht auch einen Rahmen? Ja, man muss irgendwann damit anfangen, ne? Geht ja nicht anders. Und ich würde sagen, ich stelle mal noch Pfeilspitzen her. Denn auch die werde ich noch brauchen. Das heißt, Eisen schon wieder alle. Das ist verrückt. Aber ja, so ist es halt. Was willst du machen? So, schon wieder 30 Minuten. Also die letzten zwei Folgen waren etwas länger. Ich versuche die nächste dann etwas kürzer zu machen, um irgendwie ein bisschen Ausgleich herzustellen. Aber so ist es halt normal. Diese siebte Nacht war eben wichtig. Ich werde wieder einschalten, wenn 4 Uhr gewesen ist. Das heißt also, ihr werdet jetzt, ich werde jetzt hier einfach eine Stunde rumstehen. Vielleicht buddel ich noch ein bisschen in der Mine, das weiß ich nicht. Aber ich vermute eher nicht. Ich glaube nicht. Okay. Wir sehen uns also hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Die Hordennacht war jetzt nicht so spektakulär, außer dass ich zigmal darunter gefallen bin. Ich habe es nicht gezählt. Zweimal, dreimal. Ja, und ich durfte die Maschinenpistole einsetzen. Das war ein Genuss. Richtig schießen. Und es waren 2 Zombies. Also das war mal zumindest, hatte ich dann doch richtig eingeschätzt. Es waren tatsächlich 2, die sich da unten reingebuddelt haben. Die Saftsäcke, und ich muss dann nachher auch mal gucken, wie ich das repariert kriege. Ich glaube, ich baue da wirklich eine Rampe hin oder irgendwas. Wobei, ich werde ja die nächste siebte Nacht nicht in diesem Gebäude sein. Und von daher wird es wahrscheinlich genügen, wenn ich einfach Stacheln hinstelle. Und wenn dann einer hängen bleibt, bleibt er hängen und stirbt wahrscheinlich da drin. Aber die greifen das Gebäude ja dann wahrscheinlich nicht an. Das kommt drauf an. Wenn die Schmieden laufen, könnten sie es vielleicht doch tun. Ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie werden dorthin gehen, wo ich als Spieler bin. Das ist meine Vermutung. Wir werden sehen. Vielleicht mache ich dann auch in der nächsten Nacht, also an Tag 14, einfach die Schmieden aus. Naja, mal schauen. Wir sehen uns hoffentlich wieder auf meinem Kanal. Würde mich natürlich freuen, falls ihr noch kein Abo hinterlegt habt, dass ihr das tut, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.